Hallo Freunde! Heute geht's weiter mit South Park, die rektakuläre Zerreißprobe. Wir waren in der letzten Folge so weit, dass wir hier die, ja, wir sollen jetzt eigentlich sozusagen alles erledigen. Dann sollen wir da reinbeißen und dann geht's los. Ja, hier ist irgendwas gerade am Leuchten, sehe ich gerade. Zwiebel. Ja, sehr schön. Ja, nice. Ja, wir werden wahrscheinlich einiges noch nicht hier haben. Gar keine Frage. Aber das Ganze gehen wir jetzt einfach an. Du Fertig. bist also bereit für den siebenschichtigen Quesarito Chipotle Beefy Nacho Supreme? Das kann ich jetzt nicht so wiedergeben, aber ja. Oh mein Gott. Jetzt musst du dich in die Zeit zurückfurzen, als Mitch Connor noch nicht im Amt war. Du schaffst das. Du musst nur fest an dich glauben. Okay. Auf geht's. Spring durch die Zeit. Druck aufbauen. Oh mein Gott. Und. Scheiße! Neuer? Es funktioniert nicht. Glaubst du auch wirklich an dich? Oh nein! Du hast nicht an dich geglaubt! Du hast nicht an dich geglaubt! Ja. Okay. Wo sind wir denn jetzt? Was ist denn jetzt passiert? Ladebildschirm. Frohe Weihnachten! Fröhliche Weihnachten allerseits! Es ist Weihnachten! Saufen wir uns zu! Was zur Hölle? Zu spät. Wir sind in der Zukunft gelandet. Jetzt ist Cartman schon im Amt. Bring uns zurück, bevor das alles passiert ist. Ja, ist leichter gesagt als getan. Ich bin leer. Das klappt nicht. Vielleicht hat er sich den Arsch aufgerissen. Das wäre rektakulär, scheiße. Toolshed hat recht, er muss schnell zu einem Arzt. Vorsicht, Wunderarsch. South Park ist echt unheimlich an Weihnachten. Oh, hey Jungs, frohe Weihnachten, okay? Okay. Ich bin sowas von am Arsch. Ich fühle mich, als wäre das ganze Jahr Weihnachten gewesen. Was tun okay. diese Drinks? Mr. Mackey, da ist Katzenpisse drin. Hören Sie auf zu trinken. Oh, aber es ist Weihnachten, Jungs, okay? Da ist doch gegen einen kleinen Schluck nichts einzubauen. Oh Gott, die schon wieder! Was kommt denn jetzt? Nein! Keine Ach, wie Angst, süß. Leute. Wir sind nur hier zur Feier der Ankunft unseres Herrn. Okay, er sieht schon anders aus. Weihnachten euch allen. Hey, das ist Justiz, der die Bürgermeisterin meinte. Bringen wir ihn um, dann gewinnen wir was. Yay! So, wir lassen die Aufstellung am besten, würde ich sagen. Gefällt mir bis jetzt am besten. Kurz Verbrechen gibt es, Kolgall nicht weit. Mein Weihnachten. Das unterbrechen wir. Haben wir schon mal einen Zug aus dem Spiel? Gott sei Dank nicht. Wuhu, Lob Satan. Boah, wie viel Leben haben die denn bitte? Aufgewärmt. 1800. Oh, Bonzi, deine dunkle Magie ist toll. Heil Satan. Heil Satan. Das ist nicht schlimm. Alter, diese Waldbewohner können wir nicht besiegen. Die killen uns. Es ist aus. Sekunde mal. Es ist Weihnachten. Ich weiß, wer uns helfen kann. Wunderarsch, du musst zu Jesus beten. Ja, natürlich. Du musst fest an Christus glauben. Verstehst du? Bete zu Jesus, Wunderarsch. Das ist unsere einzige Hoffnung. Aber wir sind doch Satanist. Beten. Y drücken, okay? Das reicht nicht. Ja, ich drück ja schon. Mehr zu Christus beten. Ich drück doch schon. Komm schon, Neuer. Glaub an Jesus. Ich drück doch schon. Bete zu Christus, oder wir sind tot. Ja. Lol. Okay, welches Arschloch hat Santa vom Himmel runtergerufen? Jetzt sind meine Rentiere tot. Ja. Ach du Kacke, Santa. Seht mal, der Weihnachtsmann. Der Weihnachtsmann? Ja, fressen wir sein Fleisch. Heil Satan. Oh, ihr beschissenen Waldbewohner wieder?
Santa prügelt die Scheiße aus euch ab. Ja, nice. Jetzt geht's los hier. Oh Mist, wir hatten nicht erwartet, dass der Weihnachtsmann auftaucht. Was sollen wir jetzt tun? Wir haben ein kleines Problemchen, Hasi. Sei nicht traurig, Baby. Ich kann mich selbst opfern. Hurra! Hurra! Santa, reiß dir den Arsch kreuzweis auf! Ja, nice. Wir dürfen Santa benutzen. Was machen die Fähigkeiten denn? Da ist Schlagen, okay. Was ist das hier? Waldbewohner hassen Lebkuchen. Okay. Ich würde sagen, jetzt verprügeln wir erstmal hier so ein bisschen. So, Freunde, jetzt geht's los. Frohe Schreinachten! Frohe Schreinachten! Dann werde ich mich für Satan reinhängen. So, jetzt haben wir ihn hier, ihmchen. Jetzt muss ich erstmal gucken hier. Konzentrieren wir uns erstmal auf die da hinten, auf die hintersten, würde ich sagen. Okay, den können wir sowieso nur angreifen. Kühl dich ein bisschen ab, du. Lasst unsere Schwiebe in Ruhe! Du schaffst das! Okay, da kommen wir nicht so weit hin, ne? Dann müssen wir das einfach so machen. Ich will auf jeden Fall den Heiler bekommen. Verflixt nochmal! Das unterbrechen wir mal von ihm. Gott sei Dank! Heil Satan, ich bin dran! Heil Satan! Girl zieht ins Gefecht. Heil Satan. So, kriegen wir den hier von hier? Natürlich. Du wirst mich hassen. Bam, in your face. Ziemlich kalt zu Weihnachten. Kein Power. Ziemlich kalt zu Weihnachten. Ja, es hat zu Weihnachten normalerweise an sich. Dieser Humor, ja, das ist genau meins. Bam! Frohe Weihnachten, Arschloch! Das ist aber Weihnachten auf meinen Geschmack. So, wir haben hier Santa wieder. Bam! Härter Meister, schlag mich härter! Schlag mich härter! Ich war böse. Direkt von Satan! Lauf teuren Sturmbunkern! So, pass auf, dann kriegen wir den doch bestimmt, oder? Müssen wir uns das so ein bisschen stellen, genau. Ein Sturm zieht auf! Oh! Oh Mann! Mein so, der Heiler ist schon mal weg. Ist total geladen. Schön mit dir zusammen zu arbeiten. Den kriegen wir doch bestimmt auch noch, genau. Jetzt sind die ersten drei nämlich schon mal weg. Wird die Nacht doch gleich noch stiller. Oh, stille Nacht, heilige Nacht. Alles schläft. So, dann komm mal her, Kollege. Jetzt holen wir den Dicken. Super geduckst! Ja, die ist nicht sehr effektiv hier in der Ecke, ne? Schlimmer als der Tod, arme Sau. Die macht sonst mehr Schaden. Füllt den Zorn von Meid ich zumindest. Cool, Keil ist gut. Voll im eigenen Saft geschmort. So, jetzt müssen wir hier mal so ein bisschen rüberwatscheln mit dem Guten. Ho, 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 ja! So, der Lebkuchen, Mann. Die Gelegenheit für die Augenlaser. Warm und gemütlich. So, Santa. Ja gut, können wir leider jetzt nur so machen. Aber besser wie gar nichts. Meine Güte, guter Treffer. Ultimative. Ja, das... Das ist gut, dass die sich jetzt auf den Lebkuchen konzentrieren. Von einem coolen Typen sehen. Gefällt mir. Bleib cool! Chill mal kurz, okay? Hey. Ob Freedom Pearl oder Coon Friend, ich finde dich cool. Ja, das bringt jetzt alles nichts. Aber wir können hier die beiden können wir treffen. Oh, nee, jetzt will das wissen. Au, Kacke!
Geht's dir gut, Kite? Ja. Ich kann jederzeit ein paar Internetkonten hochjagen. So, alles klar. Dann nutzen wir die Ultimative. Ich hab schon alle, aber ich freue mich gern für andere. Nice. Zeit für die Laser. Ganz genau. So, erstmal ist... Der muss erstmal weg. So, wunderbar. So, Santa is coming in out. Oh, so ähnlich. So, den können wir dann nämlich direkt zurückschlagen. Gucken, wie viel Schaden das macht. Nice. Gewonnen, Freunde. Lieder zum Fest. 100 verbessert uns sogar. Nice. Und 11 Dollar. Das ist doch mal eine Menge. Danke für die Hilfe, Santa. Keine Ursache, Kinder. Aber was läuft hier eigentlich für eine verfickte Scheiße? Tut uns leid, wir versuchen in der Zeit zurückzureisen, aber Wunderarsch hat ein eingerissenes Arschloch, also muss er in die Abtreibungsklinik. Ah, verstehe. Okay, dann lasst mal seinen Arsch zusammenflicken. Mit den besoffenen Flachwichsern wird Santa schon fertig. Zur Abtreibungsklinik. Zur Abtreibungsklinik. Boah, das geht hier ab. So, dann lasst uns mal reinschauen hier. Und zwar bei Artefakte. Ne, da wollte ich nicht hin. Artefakte, genau. So, 100 soll uns angeblich verbessern. Hier, die können wir da zum Beispiel schon mal reinschmeißen, oder? 10% Status. Was haben wir denn hier? Rückstoß-Kombo. 117. Das ist bei beiden dasselbe. Nur, dass er hier Status-Effekt. Dann nehme ich doch lieber den rein. Haben wir hier noch irgendwas anderes? Was stand da gerade? Na komm, gib mir den Text nochmal. Heilgegenstände stellen 100% mehr Gesundheit bei Teammitgliedern wieder, ja? Okay. Was haben wir hier? Das Teammitglied im ersten Verbündeten, ja, ist auch uninteressant. Gut, das ist jetzt alles nicht so wild. 95. Da kann man den doch reinsetzen, oder? Rückstoß-Kombo. Statuseffekt ist aber auch nicht schlecht. Ah. Was haben wir denn hier? Ein Weihnachts... ja, okay. Rückstoß. Also einen Rückstoßschaden haben wir ja eigentlich gar nicht. Wir haben eigentlich mehr Statuseffekte. Packen aber trotzdem rein. So, dann haben wir hier einen 100er. Hier haben wir einen 105er. 131 verbessert uns das auf der rechten Seite. Aber das nimmt uns natürlich jetzt 14% Crit. Das will ich eigentlich gar nicht. Ich bin eher so der Crit-Freund. Können wir uns doch bestimmt noch herstellen, ne? Was ist das? Tantalum? Da gucken wir mal eben, ob wir uns das craften können. Tantalum-Beschleuniger, genau. Wäre doch gelacht. Stellen wir ruhig mal zwei Stück her davon. Artefakte war es, genau. So, zack. Tantalum. Genau, da kriegen wir nämlich nochmal 3% Crit nochmal dazu. 1, 3, 1. Rein damit. Das ist derselbe, ne? Genau. Können wir den denn auch mit dem Tantalum ersetzen? Ah, ich glaube, der wäre da ein bisschen noch zu OP, oder? Große Faust von Chaos. Da können wir den auch nicht reinsetzen. Hier auch nicht. Okay. Was haben wir denn hier noch? 90. 90 verbessert uns jetzt nicht allzu viel. Statuseffekt würde uns weggenommen werden. Das möchte ich natürlich alles gar nicht. Wir haben aber hier einen 100er, den wir setzen könnten. Herrschaftsspritze. Da stellen wir uns mal einen von her, würde ich sagen. Können wir den denn hier auch reinsetzen? Könnten wir da auch reinsetzen, okay. Weil Status-Effekt-Schaden ist gar nicht mal so schlecht. Gut, dann stellen wir zweimal hier Herrschaftsspritze her. Konnten wir doch herstellen, ne?
Genau, da sind sie. Eins, zwei. Wir haben jetzt aber auch nichts mit Crit so großartig, ne? Das wäre jetzt höchstens Crit. Rückstoß-Kombo, kritische Trefferschaden. Hätten wir hier. Berserk, aber die können wir leider nicht reinmachen. In den Inventar haben wir noch zwei Stück davon. Gesundheitswiederherstellung, Bonus Verbündetengesundheit. Naja, das verbessert sich ja natürlich jetzt auch alles nicht. Artefakte, so. Dann packen wir nämlich den jetzt einmal rein. Da gibt 1, 2, 1, 7. Ultimativkrafterholung ist natürlich dann Minus. Aber da müssen wir leider dann in Kauf nehmen. Man kann leider nicht alles haben. Hier plus 3 Gesundheit, plus 10 Statuseffekt. Schaden würde dazukommen. Minus 6% Ultimativkrafterholung. Rückstoßkombo minus 18, okay. Was war das denn nochmal? Okay, plus 3 Gesundheit kriegen wir nur dazu. Das heißt, da bleibt eigentlich alles so. Nur, dass wir die plus 3 Gesundheit kriegen. Und hier würden wir Minus einbüßen. Wir würden nochmal plus 10% Statuseffekt-Schaden kriegen. Wisst ihr was, dann nehmen wir rein. Fertig. Fertig aus, Ende. So, wunderbar. Alles klar. Weiter geht's. Was ist denn hier los? Tina! Tina, es tut mir leid. Na, er schon wieder? Oh, hier ist echt die Hölle los. Hier ist ein Geschenk. Ei, das ist irgendwie ein Lebensrezept. Da gucken wir doch direkt mal rein. Crafting. Ei des ewigen Lebens. Was bringt uns das denn? 8% Ultimativkrafterholung. Aha. Stellen wir mal zwei Stück her. Die können wir vielleicht irgendwann nochmal gebrauchen. Oder auch nicht. Was ist hier los? Hey, lass mich durch. Na gut. Hey, weg da, Kinder. Wir haben viele Abtreibungen heute. Es ist Weihnachten. Wir brauchen dringend einen Arzt für seinen Arsch. Lass mich raten, weil sein Arsch ein Loch hat. Haha. Nein, bitte, so Sie trocken. Müssen uns zuhören. Das hier sollte alles gar nicht passieren. Wir müssen ihn aufhalten. Und wir wissen wie. Mitch Connor? Der Wichser ist daran schuld, dass diese Stadt heute so ein Drecksloch ist. Wir können das wieder ändern. Bitte, untersuchen Sie nur seinen Arsch. Ja, er ist tatsächlich gerissen. Können Sie es flicken? Ich habe ihn geschient und den Schließmuskel mit einer kleinen Schlinge entlastet. Okay. Das ist neuer. Bring uns zurück. Okay. Wir werden sehen, was passiert. Druckaufbau. Es brennt schon wieder. Oh, da war aber ein bisschen sehr, sehr weit. Moin. Schätzchen, deine Freunde sind hier und sie wollen mit dir spielen. Erstmal den Arsch abputzen. Wir sollten froh sein, dass er hier schon so schnell Freunde gefunden hat. Wir sind hier untergetaucht. Da machen neue Freunde nur Probleme. Du bist ja paranoid. Hör auf mit dem Scheißzeug. Es verändert dich. Oh, dieses Scheißzeug ist aber das Einzige, was das unerträgliche Scheißdasein mit dir erträglich macht. Oh, hallo mein Schatz. Ich hab dich gar nicht gesehen. Deine Freunde sind unten, Spätzchen. Los, geh spielen. Ja. Naja. Teppichmesser. Alternative Zeitlinie, okay? Also können wir uns nochmal umentscheiden, oder was? Jetzt holen wir erstmal alles ab hier. So. Spinnennetz. Können wir dann auf Spider-Man machen. Super Guppi-Schutzbrille. Auch nicht schlecht. So, auf geht's. Gehen wir mal nach draußen, würde ich sagen. Halt, können wir den Papierkorb noch umstoßen? Natürlich. Erstmal Randale machen hier. Er geht schon nach draußen. Ich gehe jetzt erstmal in die Küche. Alles mitnehmen hier.
Mami weint nicht, Schatz. Ich hab nur was im Auge. Beruhig dich. Beruhig dich. Lass mich, Schatz. Mami muss jetzt weinen. Na gut. Dann wein mal ein bisschen. Die Heiden versuchen, Castel Cooper einzunehmen. Du musst kämpfen, Herr. Wir brauchen dich. Wer ist das? Hey, wir spielen hier nicht Superhelden, Hirni. Jetzt komm schon. Gib ihnen saures König. Blöder König. Was ist denn hier los? Auf den Weg, Leute. Wir müssen Cartman aufhalten, bevor er alles lostritt. Was wollt ihr denn? Wir spielen schon seit Tagen nicht mehr Superhelden. Ja, haut ab, ihr Blödjade. Kein Scheiß, ich bin's, Craig. Fick dich, ich bin Craig. Dafür ist keine Zeit. Aus dem Weg, wir müssen zu Cartman. Dann müsst ihr erst an uns vorbei und unserem König. Besiege den König. Ja, lassen wir das Ganze doch so. An unserem König kommt ihr nicht vorbei. Ihr kapiert das anscheinend alle. Das überspringen wir. Nicht, das wird zu weniger für die Bösen. Los geht's, Neuer. Boah, 3000 Leben hat er. Ich zerschmettere sie für dich, König. Ich bin mal gespannt hier, was er an Schaden macht jetzt gleich. Ja, da kommen wir nicht dran. Shit. Muss das Ganze so machen. Blitzzeit. Ihr besiegt unseren König nicht. Ah. Die Foren feuern dich bestimmt gerade an, Callgirl. Da bin ich mir noch nicht so sicher. Gedacht. Ich kann nicht schützen. Oh, Scheibenkleister, komm zurück, König. Des Königs stärkster Krieger wird mit diesen Spinnern fertig. Wir siegen den Kriegerkleid. Na gut, da komm her, Kollege. Für den König! Für den König! Wird eine komplett neue Aufstellung hier? Ich nehm's mit dir auf! Ich! Kannst doch nicht zählen! Diese Affen haben keine Chance gegen unsere Technologie. Ach Mann, ich will aber meinen. Ich will doch meine nutzen hier. Ach, Menno. Du bist dran, Neuer! Ja, gut. Dann ballern wir da mal rein, würde ich sagen. Obwohl, wir können das doch vielleicht. Den jetzt noch einen vorsetzen. Dann kriegen wir doch alle vier. Das machen wir doch direkt. Ich gönn mir ein bisschen Blut. So, was haben wir denn hier? Da kriegen wir zwei Stück von der Seite. Das machen wir. Meine Batterien sind fast leer. Wir müssen uns bald besiegen. Tornado! Weg mit dir. An die Arbeit! Ja, der war eigentlich auch nicht schlecht hier, ne? Der hat mir auch gut gefallen. Nur ich fand das immer so ein bisschen blöd, dass die Fähigkeiten dann immer so links und rechts hochgehen. Hat natürlich alles Vorteile, gar keine Frage. Aber war jetzt nicht so meins. So, Kollege. Ja, machen wir genau. Machen wir nämlich die Fähigkeit. Ich nehme meine Blutprobe. Alter, mach mal halt lang. Das wird nix. Gut, dann stellen wir den hier hin. Angewidert. Tupperdose aktivieren. Wenn wir den jetzt hier hinstellen. Ich glaube, da tut sich alles jetzt nicht so viel. Was wir aber machen können, ist hier mal die. Das Ganze hier hinstellen. Genau, die Waffe. Weil der steht nämlich eh da in einer Reihe. Das sollte doch eigentlich funktionieren. Oh, hätten wir drücken können. So, den stellen wir hier hin. Dann kriegen wir nämlich den hier. Feuer frei! Ach, reicht doch schon. Nächste bitte. Das ist eine Aufgabe für den listigen Schurken des Königs. Allein wirst du nicht lange gegen uns alle durchhalten, Vergangenheit. Du bist töricht, wenn du das glaubst, Craig. Bunchen no Jutsu. Was?
Ist das dein Ernst? Das ist so lame. Ach, dann muss ich wohl gegen das Arschloch ran. Wir siegen Deep Craig. Alles klar. Oder vielmehr Craig. Ich helfe dir, Craig! Okay, ich bin dann das dritte Rad. Los, mein Arsch! Ah, den hätte ich jetzt gerne hier gehabt. Hätte man da schön reinballern können. Hätte man nämlich 3 Stück direkt getroffen. Da geht jetzt natürlich wieder alles nicht. Aber wir können versuchen, von hier zu kommen. Genau, dann sind die 4 nämlich auch weg. Ist auch nicht schlecht. Die haben überhaupt keine Chance. Ultimative Kraft. Der Wahrheit ist übrigens nur ein blöder Stock. Nimm das zurück. Du bist nur sauer, weil es stimmt. Ja, ich will ihn jetzt nicht zurückkicken. Mach das ganz einfach so. Versuch's doch, Wigbert. Au! Ernsthaft, fick mich. Fick mich? Fick dich? Sophia, ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Ah! Fickt euch. Ich glaub an dich, also glaub an ihn. Okay, ich versuch's. Kleine Erfrischung. Ah! Ist du das noch auf? Alter, mach mal halblang. Blitzfreak ist in den Startlöchern. So, Blitzfreak. Oh, den holen wir uns jetzt. Auf geht's. Die Ultimative hatten wir auch noch nicht, bis jetzt. Aber die ist verdammt nice. Brenne. Ja, der Statuseffektschaden, der war gar nicht mal schlecht. Des dunklen Hofes, hilft mir, diese Arschlöcher zu besiegen! Rar, für den König! Ja, für den König! Du bist ein starker Gegner, vergangenes Ich, aber du wirst fallen! Selbst mit deinen Wachen schaffst du uns nicht! Wow, Vergangenheits-Kyle hat so ein cooles Kostüm, was ist passiert? Hey! Besiege den Hochjuden-Elfen! Lang lebe Königsaft! Ja, das unterbrechen wir. Zug gelöscht! Genau, da können wir nämlich jetzt Gas geben. So, den ziehen wir einmal hier vor. Dann kriegen wir nämlich wieder die 3 Stück ab. Prügel für die Gerechtigkeit, sehr gut! Wunderbar, der hat gesessen. Wenn wir unsere früheren Ichs besiegen, verändern wir dann die Zukunft? Vielleicht erzeugen wir eine neue Timeline. Können wir uns bitte auf eine Regel einigen und dabei bleiben? Es ist soweit! So, was haben wir denn hier? Wenn ich den jetzt hier nutze, da bringt ja nichts. Aber wir können eigentlich den hier mal weghauen, würde ich sagen. Ja, komm, machen wir auch. Hey. Ja, machen wir sie platt! Nice! Call Girl ist online! Na, Call Girl. Gib sie ihm. Brutal! Na, die Aufstellung so ist auch nicht schlecht eigentlich. Das wird ganz bestimmt nicht sein Tag. Angriff! Angenehm ist mir das ja. Das packst du schon. Nimm das, Kollege. Verzeih, mein König, ich habe. Da krieg ich grad so richtig Bock auf den ersten Teil nochmal. Das packe ich schon. Wir kämpfen an deiner Seite, mein Herr. Na, hier ist aber ganz schön was los. Ah, wir sind zurück. Knie nieder vor dem König. Wir siegen den König. Okay. Ich hoffe, wir haben den ersten Zug. Jetzt setzt was. Haben wir auch. Das ist sehr, sehr gut. Ich will den ein bisschen... Werden wir so nicht hinkriegen. Okay, dann machen wir die 3. Ja, der eine ist ja der Heiler da oben, ne? Also egal, machen wir trotzdem. Ist das echt ein ganzes Kostüm, Super Craig? Wir hatten für dieses Spiel viel weniger Zeit. Ich bin dran. Naja. Au! Wonder Tweak, alles okay? Ultimative haben wir. Wunderbar. Mich umzubringen. So, jetzt räumen wir erstmal ein bisschen auf hier. Call Girl. Operation F-17. Spielen.
Stab der Wahrheit. Genau, der Vorgänger. Unsere Laseraugen. Werden die irgendwie mit Bioenergie betrieben, oder? Schnauze jetzt! Ja, wirklich. Ach, fuck. Okay. Zur Abwechslung bin ich mal nicht derjenige, dem schwummrig ist. Lol, du bist jetzt erstmal weg, Kollege. Ja, das schaffen wir, Leute. Vielleicht sollten wir uns erstmal auf den Heiler oben konzentrieren. Ich werde dich bestrafen. Aber da kommen wir jetzt erstmal sowieso nicht dran. Ich leg dich auf Eis. Wow, für eine Wiederholung würde ich fast die Raumzeit krümmen. Vorwärts, König! Los, Wunderarsch! Was hat er für Fähigkeiten? Wie nice ist das denn? Naja, übertreib mal. Wondertweak, alles okay? Sag doch was! Richtig geil. Ist nicht schlecht. Hau rein, Neuer! So, jetzt kriegen wir den nämlich da oben auch. Das machen wir auch so. Das tat weh. Jetzt bin ich aber mal dran, Leute. Naja, beruhig dich. Aber wie machen wir das jetzt? Ich würde sagen, erstmal auf den Heiler. Hier, ein echter Schocker. Und ich dachte, Denkefieber sei tödlich. Alter, mach mal halblang. Der Kalt bringt das Leid. So, zack. Dann haben wir den Heiler nämlich schon mal aus dem Spiel. Sehr gut. Jetzt den Rest. Oh Mann, bin ich dran? Ja, du bist dran, Kollege. Bringt alles nichts. Aber ich würde mal sagen, so ein bisschen Heilung vielleicht mal rausschmeißen, wäre vielleicht nicht verkehrt. Wassermarsch! Hier, Heilung! Nice! Das unterbrechen wir. Sorry wegen des Zugs. Wunderbar. Fertig, Saftsack. So, wäre doch gelacht, wenn wir den jetzt hier nicht kriegen, oder? Wieso kann ich den jetzt hier nicht setzen? Dann machen wir das Ganze so und dann haben wir nämlich die beiden wenigstens weg. Genau. Was für ein Wunderarsch, den König besiegt und sich selbst aus der Geschichte ausradiert! Zeit für ein sauberes Mobbing. So, Kurgel, gib alles. Operation F-17. Shinko Moon. Vorsicht! Ah, der eine hatte gerade überlebt, ne? Schade. Achtung, alles Gute kommt von oben! Ich würde sagen, den nutzen wir für hier, weil er nämlich so viel Schaden reinhaut. Sorry, Wunder. Ich meine König Saftsack. König Saftsack, genau. Da trifftet er. Ja. Oh. Ignorier die Hater. So ein Wetter habt ihr noch nie erlebt. So. Jetzt müssen wir natürlich mal gucken, wen wir jetzt hier hochheilen. Am besten. 365 hat der. 200. Na komm, den hauen wir weg. Wir riskieren's. Sollte reichen für den König. Da kann niemand kommen sehen. Oh, jetzt ist der Heiler natürlich weg. Aber das war mir schon bewusst. Ja, er ist leider weggestorben. So, jetzt kriegst du sie. Die sind im Arsch. Shit, ein versemmelt. Hat hier jemand Callgirl gerufen? Ja. Wir geben dem König jetzt den Rest. Das war zu komplex. Und abgeschickt. Bam. Jetzt kennt das Internet deine Adresse, deine Kleidergröße und deine Allergien. In your face. Vakuum versiegelt. Ja, nun. Sie haben
haben den König besiegt. Rückzug! Oh, scheiße, der König wurde besiegt. Scheiße, ich bin weg hier. Oh, Scheibenkleister. Gewonnen. 11. Relikt und 9,86 an Dollar. Oh, das hat aber gute EP gegeben. Ich meine, nach den großen Kämpfen, ja, kann man da doch erwarten. Halt, hier könnt ihr nicht durch. Das ist Lava. Wir haben keine Zeit für den Scheiß. Oh mein Gott, wie macht er das? Es gibt doch Regeln. Jesus, habt ihr das gesehen? Hi, Kinder. Eric ist in seinem Zimmer. Leute, ich bin wegen euch in der Zeit zurückgereist. Wir müssen eine Katze finden, um... Halt, wieso spielt der schon Superhelden? Wir wissen, was du vorhast, Fettarsch. Mysterion? Du bist doch ein Freedom Pearl. Wir sind alle Freedom Pearls. Wir sind aus der Zukunft, du Arschloch. Nein, ich bin aus der Zukunft. Ich bin hier, um euch zu holen. Keine Spielchen mehr. Wir wissen alles. Zeig deine linke Hand her. Meine linke Hand? Wieso? Zeig uns deine linke Hand! Ha. Hallo, Freedom Pearls. Zeitreisen. Lästiger Scheiß. Connor, was zur Hölle machst du hier? Ich wollte den neuen benutzen, um zu bekommen, was ich immer wollte. Aber ein paar Penner sind anscheinend durch die Zeit gereist, um mich aufzuhalten. Cartman, ich schwöre dir, wenn du mit dem Scheiß nicht aufhörst... Macht aber nichts, denn ich weiß noch immer was, das ihr nicht wisst. Und zwar? Wie man mit einem Schlag in den Solarplexus einen Superforce auslöst. Herr! Nein, Connor! Nein. Uh-oh. Zurück durch die Zeit. Zeit-Tunnel zu schwach. Nicht schwach, es ist Kohl. Das ist ein Spiel, Leute. Echt Wahnsinn. Also ich habe halt Spaß. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Macht euch das Spiel auch so weitestgehend Spaß? Oder ist euch dann alles zu blöd? Jetzt, in der Zeit, in der ein Superheld geboren wurde. Erkennst du diesen Ort neuer? Ein kleines Kind, das im Bett liegt und nicht schlafen kann. Was wollen die hier? Neuer? Das ist jene Nacht, in der dein Dad deine Mom fickte. Nein! Spiegel, tu ihn das nicht an. Das wollte er doch immer. Seine Vergangenheit umschreiben. Oh! Du hörtest deine Mom schreien und gingst auf den Flur. Bleib hier. Du kannst die Vergangenheit nicht ändern. Klar kannst du das. Sieh nach. Ja, sicher. Das gehen wir uns angucken. Aber das machen wir erst in der nächsten Folge. So, Freunde. Das war's für heute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß soweit. Und ich wünsche euch noch einen sehr, sehr schönen Tag. Hinterlasst mir gerne einen Kommentar und ein Däumchen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge. Haut rein.